Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Sie entführen uns in fantastische Welten, schleudern uns magische Geschosse entgegen und jagen blutrünstige Werwölfe auf uns. Sie zeigen uns mächtige Planeswalker, große Kriegerinnen und eifrige Schüler. Mit ihren Bildern erwecken die Künstlerinnen von Magic die Welt des Spiels zum Leben. Und heute ehren wir die aus unserer Sicht Besten ihrer Zunft. Wir haben keine Mühen gescheut und alle, wirklich alle Artworks des letzten Jahres studiert, sortiert, kategorisiert und uns mehr als einmal verliebt. Sie sind es, die das Spiel so magisch machen, und ohne die Artworks wäre das Full-Text-Lands Secret Lair noch weniger witzig gewesen. Es war das vielleicht beste Jahr für Magic-Kunst. Und so laden wir euch ein, mit uns zurückzublicken, wenn wir die goldenen Tasties für die besten Artworks des Jahres 2021 verleihen. Los geht's! Ja, Martin, es ist ein Jahr vergangen. Ja. Es sind unzählige Illustrationen vergangen, seitdem wir den letzten Goldenen Tasty verliehen haben. Und hier sind wir wieder. Genau, ich dachte auch, es kommen vielleicht so 30, 40 neue Illustrationen raus. Das andere sind alles Reprints in diesem Jahr, aber so war es nicht. Es sind viele, viele neue Karten rausgekommen mit vielen, vielen tollen neuen Illustrationen von vielen, vielen tollen neuen Künstlerinnen und Künstlern. Und wir sind lange drüber gesessen und haben drüber gebrütet, wer denn jetzt die begehrten Preise bekommen soll, die wir exklusiv vergeben. So schwer war es letztes Jahr noch nicht und letztes Jahr war es schon sehr, sehr schwer. Und ich glaube, 30 bis 40 Illustrationen sind allein in der Zeit unserer Aufnahme letztes Jahr schon erschienen, zusätzlich. Deswegen ist uns dieses Jahr eben eine noch viel größere Fülle an Illustrationen und Kunstwerken beschert, durch die wir uns gewühlt haben und aus denen wir auswählen konnten. Was genau machen wir denn heute? Wir vergeben jährlich den goldenen Tasty in verschiedenen Kategorien. Wir vergeben ja im Laufe des Jahres den silbernen Tasty für das beste Artwork in einem Standard-Set. Und jetzt zu Anfang des Jahres blicken wir zurück auf alle Karten, die jemals rausgekommen sind im letzten Jahr und vergeben den goldenen Tasty in verschiedenen Kategorien. Und diese Kategorien sind Länder, Kreaturen und Planeswalker, das ist eine Kategorie. Dann Nicht-Kreaturen, das ist die dritte. Und zum Schluss ehren wir die beste Newcomerin oder den besten Newcomer. Und dann gibt es natürlich den goldenen Tasty für den besten Künstler oder die beste Künstlerin in diesem Jahr. Alles streng, subjektiv und objektiv, gleichzeitig aus unserer Sicht. Diese Awards, die garnieren wir noch zwischendrin mit zum einen der Vorstellung der Nominierten, also der vier Personen, die wir ausgewählt haben, die ja besonders erwähnenswert sind und von denen wiederum eine Person den Award bekommen wird. Und wir haben uns ein paar Highlights rausgepickt des letzten Jahres, denn da gab es einige und über die wollen wir nochmal ganz kurz sprechen und die Revue passieren lassen. Genau, das ist unser Plan für heute. Und wir haben viel vor und deswegen würde ich sagen, starten wir auch gleich in die Vorspeise, bevor es dann mit der großen Verleihung losgeht. Geis, was haben wir für die Vorspeise? Es gibt slowakische Livanzen. Ja, das sind so kleine Kartoffelpüfferchen, möchte ich mal sagen, aus der Slowakei, ganz traditionell. Und angelehnt ist unser Essen heute eben an die Herkunftsländer unserer nominierten Personen. Für den goldenen Tasty. Dann tisch mal auf die Livanzen. Jawohl. Unsere kleine Vorspeise heute in aller Kürze ist die, ja, man kann es nicht oft genug erwähnen, die fantastische Scryfall-Suche, scryfall.com. Wenn ihr die Seite nicht kennt, dann kennt ihr sie jetzt und ihr werdet nie wieder davon loskommen. Wie haben wir Scryfall genutzt, Martin? Vielleicht kannst du das mal ganz kurz erklären, nur um einmal begreiflich zu machen, wie toll diese Suchmaschine ist.
Ja, wir nutzen Scryfall natürlich mehrmals im Jahr und das Tolle bei Scryfall ist nämlich, dass man dort Suchbegriffe verschachteln kann. Das heißt, man kann so Operatoren eingeben und die Suche ganz fein herunterziselieren, wie man es gerade braucht. Also man kann zum Beispiel alle Karten suchen, bei denen +1/+1 Counter im Text vorkommt. Oder man kann alle Karten suchen, die zum Beispiel Kreatur Goblin sind. Also eine ganz tolle Suche, die man auch miteinander verschachteln kann. Und so kann man dann eben seine ganz spezielle Suche sich zusammenbasteln. Und das ist einfach unsere favorierte Seite. Ja, oder Karten mit Wasserzeichen. Oder Karten mit Flavortext. Oder Karten mit einem neuen Flavortext. Oder Karten mit neuen Artists oder so, dass auch die Tokens mit angezeigt werden. Also es ist wirklich verrückt, was es alles gibt. Ich kann euch nur empfehlen, auf diesen kleinen, wenn ihr einmal gesucht habt, dann wird euch oben dieser kleine Button Syntax angezeigt, da mal drauf zu klicken, denn dann seht ihr ein paar Suchbegriffe, die man eingeben kann. Und so haben wir beispielsweise für die Recherche der Illus des letzten Jahres eingegeben Year, Doppelpunkt, 2021, also das Jahr 2021, und schon wird euch aufgelistet quasi alle Karten, die im Jahr 2021 rausgekommen sind. Jetzt wollten wir aber natürlich nicht nur die Karten zählen, denn wir haben ja wahnsinnig viele Karten, die mit mehreren Artworks rausgekommen sind. Also haben wir noch zusätzlich sind natürlich auch Reprints rausgekommen. Das zählt natürlich nicht, ja? Wir wollen die neuen Artworks haben. Also gibt man ein New Doppelpunkt Art ART. So, und schon werden einem alle Karten mit neuem Artwork angezeigt. Tja, jetzt gibt es aber Karten, die haben mehrere neue Artworks. Also suchen wir noch nach Unique Doppelpunkt Art. Und dann wird einem eben quasi, keine Ahnung, von Valky, wo es ja eben drei verschiedene Karten gab, mit jeweils unterschiedlichen Illustrationen, werden einem eben alle drei Karten angezeigt. Und wir wollen die Tokens auch noch haben, also geben wir noch ein Include Doppelpunkt Extras. Boom. Und dann haben wir es auch schon. Und dann haben wir alle Karten hoffentlich gefunden. Wir glauben schon, dass wir alle gefunden haben. Ja. Weil wir dieses Jahr noch die spezielle Herausforderung mit den doppelseitigen Karten hatten. Und die haben wir dann uns angeguckt, Karte für Karte, und sind nochmal alle durchgegangen, um zu gucken, welche spricht uns an, welche springt aus dem Bildschirm förmlich heraus und welche lässt uns sprachlos zurück, weil das so eine tolle Illustration ist. Ja, also Scryfall ist ganz, ganz großartig. Ihr könnt Karten durchsuchen nach dem Card-Market-Preis tatsächlich auch, den sich Scryfall irgendwie zieht. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Ihr könnt das ganze Ding auch nutzen, um euch die aktuellsten Spoiler anzugucken. Scryfall ist die Maschine und die Maschine, die wir auch hier genutzt haben. Und wofür wir sie genutzt haben und was wir damit alles gefunden haben, das stellen wir euch jetzt in der Hauptspeise vor. Genau, und für die Hauptspeise haben wir russische Pelmeni gemacht. Das muss man bestimmt nicht weiter erklären. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Wir haben ja gerade schon erklärt, wie wir mit Scryfall das alles gesucht haben. Und jetzt können wir euch auch sagen, was wir dabei alles gefunden haben. Wir haben erstmal mit dieser Suche, die Geist gerade beschrieben hat, haben wir 2864 neue Illustrationen gefunden und, wie wir gerade schon auch darauf hingewiesen haben, dann haben wir noch welche dazu zählen müssen, nämlich die anderen Seiten von den doppelseitigen Karten. Da kommen nochmal 204 Illustrationen dazu, sodass man dann letztendlich bei 3068 neuen Illustrationen gelandet sind. Eine Wahnsinnszahl und sehr beeindruckend für ein Spiel. Ich habe auch gerade, weil ich es offen habe, nochmal nachgerechnet, habe ich um zwei verzählt, es sind 3070. Also es sind nochmal zwei mehr. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch dazugekommen sind, seitdem ich das hier so vorbereitet hatte, aber es ist unglaublich. Es ist unglaublich viel und es ist eine Masse, die qualitativ so unglaublich hochwertig ist. Das kann sich mit keinem Spiel kann sich damit messen. Also kein Spiel, das ich kenne, kann sich damit messen, mit dieser Menge an hochwertigen Illustrationen. Ein Teil davon sind neue Secret Layer Artworks, denn auch die haben wir mit reingezählt, weil die sind natürlich genauso Magic-Karten, die letztes Jahr erschienen sind. Und das waren 167. Ich hätte rein gefühlsmäßig gedacht, das sind weit mehr gewesen, aber es waren in Anführungszeichen nur 167 Karten. Und was wir auch mit reingezählt haben, sind natürlich die Showcase-Frame Artworks, die es in jedem Set, in jedem Standard-Set auf jeden Fall gab. Und auch in so Sets wie Modern Horizons 2 gab es natürlich auch diese Skizzen
Artworks, also das kommt, all diese ganzen Showcase-Frames, das sind 251 gewesen. Genau, da müssen wir auch sagen, diese 3070, das lässt sich ein bisschen relativieren, weil manchmal werden so Full-Art quasi, Full-Art-Illustrationen, die umläufig nochmal 2 mm mehr Artwork zeigen, manchmal als neues Artwork mit angezeigt. Dann ist zwar das Artwork das gleiche, nur einmal ist es mehr beschnitten als in einem anderen Fall. Dann sind es vielleicht, wenn man so zählt, ein bisschen weniger, aber um die 3000 kann man schon mit ziemlicher Sicherheit sagen, um die 3000 Artworks sind 2021 rausgekommen. Und ja, diese Secret Lair Artworks haben wir natürlich so gezählt, nicht ausgelieferte Secret Lair Artworks, die irgendwo auf dem Tisch liegen, sondern mit Zeitpunkt der Ankündigung und des, der Möglichkeit, diese Secret Lairs zu bestellen. Da werden die bei Scryfall quasi gespeichert unter dem jeweiligen Jahr und so haben wir sie auch mitgezählt. Das heißt, da sind dann natürlich auch die ganzen Secret Lairs drin, die ihr womöglich bestellt habt, aber die noch nicht bei euch angekommen sind. Aber die Art schon kennen, also die, genau. die Illustrationen schon kennen. Genau, das Artwork ist quasi schon raus und wir zählen jetzt nicht, ist es schon gedruckt worden, sondern nur ist das Artwork bekannt, ist das Artwork da. So, das ist quasi die Masse, mit der wir arbeiten und jetzt brechen wir die so ein bisschen runter und steigen mal ein, aber Geist hat ja schon gesagt, wir machen immer so eine kleine Dreiteilung in jedem Segment und dann fangen wir mal an vielleicht. Wir starten mit unserem ersten Highlight. Es gab viele Highlights in diesem Jahr, wo Magic besondere Sachen gemacht hat, grafisch und illustratorisch. Und die wollen wir mal so ein bisschen hier beleuchten und vielleicht auch Sachen, die für uns ein Highlight waren. Und das Erste, was wir hier stehen haben, ist das Mystical Archive. Meine Güte, ey. Das hat es ganz schön, das hat viele ganz schön mitgenommen. Und ich hatte das Gefühl, dass Magic früher sehr grafisch war und das über die Jahre ein bisschen verloren hat. Sehr, ja, zum Teil realistisch geworden ist. Es hat sich einen gewissen abstrakten Stil auch noch erhalten. Aber so eine ganz grafische Herangehensweise an Magic-Karten, das war eher so die Ausnahme geworden. Und mit einem Paukenschlag, diesem Mystical Archive, hat man sich das wieder zu eigen gemacht und hat einen Weg gefunden, diese Illustratorinnen und Illustratoren, die eben einen ganz anderen Blick und eine ganz andere Herangehensweise haben, wieder zu Magic zurückzuholen oder in Magic irgendwie hineinzubringen. Das sind super viele Leute, von denen wir noch nie Artworks gesehen haben und die sich hier ausprobieren konnten. Wie hast du das denn damals wahrgenommen, als das gespoilt wurde, rausgekommen ist? Es war schon irre, das zu sehen und es hat mich erinnert tatsächlich an die Kaladesh Inventions, also diese ganz toll und anders gestalteten Karten, die halt so Artefakte gefeiert haben. Und hier wurden halt Zaubersprüche gefeiert. Das kam ja auch in Strixhaven raus, also dem Set, wo halt die Studenten und Studentinnen die Zaubersprüche des Multiversums lernen. Und im Biblioplex sind ja da bibliotheksartig die ganzen Zauberbücher von allen Planes des Multiversums gesammelt. Und um das zu illustrieren, hat man eben dieses Mystical Archive benutzt und diesen grafischen Stil da so ganz weit weggebracht von dem, wie sonst Sorceries und Instants illustriert werden. Und das ist sehr, sehr gut gelungen und es hat mich wirklich umgehauen und ich fand es toll, wie offen und wie mutig man da rangegangen ist. Ja, man hat einfach einen geschützten Bereich gefunden. So ein, wir geben euch noch was dazu. Das ist geschenkt, das kommt noch on top. Wenn ihr das nicht mögt, keine Bange, benutzt ein anderes Artwork. Aber ich glaube eher das Gegenteil war der Fall, dass diese Karten wirklich welche waren, die man unbedingt haben wollte. Und als ich dachte, Mensch, es ist ja abgefahren, was die sich einfallen lassen, haben sie noch einen draufgesetzt und einfach zu jedem dieser Mystical Archive Karten noch ein japanisches alternatives Artwork hinzugesetzt. Also wirklich total irre und es sieht super aus und es sind bestimmt auch begehrte Karten für gerade Commander-Decks oder wenn man dann wirklich den Spruch hat, den man dann auf jeden Fall in seinem Commander-Deck haben will, dann nimmt man natürlich diese Version. Also ich würde sagen, das ist wirklich was ganz Besonderes und es zeigt auch so diese Macht von Zaubersprüchen, die dann nicht immer nur illustrieren muss, was macht der Zauberspruch, sondern auch so, wie zeitlos Zaubersprüche dann vielleicht auch sind und wie mystisch dann tatsächlich auch Zaubersprüche sein können. Ja, 63 Karten waren das, zusammen mit den japanischen Alternates quasi doppelt so viele, 126. Und ein Schatz,
der, glaube ich, für viele, wir haben ja auch auf Twitter mal so eine kleine Umfrage gemacht und da hat sich auch gezeigt, für viele war das ein wirkliches Highlight in den Artworks. Und so ein Highlight, finde ich, kann es immer nur werden, wenn man das Gefühl hat, hey, das hat Magic bisher irgendwie gefehlt. Und einige dieser Personen, da werden wir ja nachher noch drauf eingehen, auch hier und da, die haben dann einfach auch weiter für Magic gearbeitet, eben auch an anderen Stellen. Manchmal in Showcase-Frames oder manchmal eben für Karten, die im ganz normalen Nicht-Showcase-Frame quasi erschienen sind. Hat der eigentlich einen Namen, der normale Rahmen? Der normale Rahmen? Ja, Standardrahmen. Standardrahmen. Der Standardrahmen. Ja, also ein großes Highlight für mich war das Mystical Archive. Nominiert für den Goldenen Tasty 2021. Nominiert ist Ekaterina Burmak. Auf den Bildern von Ekaterina Burmak ist immer was los. Keine Landschaften, keine statischen Artefakte, keine verwunschenen Brunnen. Ekaterina Burmak zeichnet Charaktere, die in Bewegung sind und die es kaum in den Bilderrahmen hält. Lia, Schüler der Versunkenen, der aus den Wellen emporsteigt. Chandra, die voller Selbstbewusstsein durch die Reihen der Vampire schreitet. Oder Plex, den wir gerade unter einem verwitterten Baum aufgescheucht haben. Ihre Bilder strotzen vor Leben und Details. Licht, Schatten und Farben geben den Bildern auf den kleinen Karten eine enorme Präsenz und Tiefe. Ekaterina Burmak lebt in Moskau und illustriert seit über 10 Jahren für verschiedene Verlage und Spielehersteller. So, Martin, es ist soweit. Wir vergeben den ersten goldenen Tasty in der, ja, also vielleicht eine der wichtigsten Kategorien überhaupt. Und zwar vergeben den goldenen Tasty für das beste Länder-Artwork. Damit meinen wir Basic Lands und andere Länder, nicht Standardländer gleichermaßen. Und weil jeder Länder spielen muss, kommt auch keiner irgendwie dran vorbei, sich mit den Artworks zu befassen. Denn wenn ich irgendwelche Mountains spielen möchte, dann nehme ich irgendwelche Mountains. Aber so ticken die Magic-SpielerInnen nicht. Nee. Da muss die Illustration eben schon widerspiegeln, was das Deck machen soll. Da in den Ländern verbirgt sich eine ganze Menge Seele. Und ja, welche Länder die meiste Seele haben, für die vergeben wir jetzt, Martin und ich, jeweils einen goldenen Tasty. Und ich würde sagen, Martin, fang bitte an und sag mir, wer für dich die besten Länder im Jahr 2021 gezeichnet hat. Es sind tatsächlich mehrere Länder, die meine Gewinnerin gestaltet hat. Insgesamt 16 Länder hat sie letztes Jahr Magic hinzugefügt. Und da ist eine enorme Bandbreite dabei. Also da sind sowohl schwarz-weiße Basics dabei, die wir jetzt in Innistrad gesehen haben. Es ist eine Karte dabei, die in Hunderten, Tausenden, Millionen Decks gespielt wird, Evolving Wilds. Also jeder hat bestimmt ein oder mehrere Versionen davon. Und jetzt ist eine ganz tolle neue hinzugekommen. Sie hat viele von den Pathways illustriert, diese doppelseitigen Länder, die wir in Zendikar und Kaldheim gesehen haben. Sie hat vor allem auch schneebedeckte Länder gemacht. Verschneite Länder, Snow Duels. Und so bin ich eigentlich auch auf sie aufmerksam geworden. Vielleicht habt ihr es jetzt schon erraten. Die Illustratorin, der ich den Preis für das beste Land Artwork gebe, ist Alania Danner. Und herausgestochen hat für mich ihre Illustration einer Karte, die auf Kaldheim angesiedelt ist. Und die heißt Arktische Baumgrenze. Das ist ein ganz tolles, verschneites Duelland, Waldebene und man sieht wirklich Nordlichter am Himmel, total leuchtend, wie sie über einen verschneiten Wald scheinen und da geht noch so ein ganz kleiner Lichtstrahl, geht von ganz hinten vom Wald bis ganz vorne zum Vordergrund, wo noch so ein verschneiter Hügel dem Betrachter entgegenguckt und ja, das hat mich einfach umgehauen, wo ich diese Karte gesehen habe und dann habe ich ein bisschen tiefer geschaut und bin auf die ganzen anderen Illustrationen von Ländern gestoßen, die sie auch noch gemacht hat und die sind alle ähnlich toll. Ich finde es vor allem toll, dass sie viele Karten gemacht hat, die man in vielen verschiedenen Spielen und Formaten sehen wird. Also diese Pathways, die sind, glaube ich, in Commander sehr gängig. Ich weiß nicht, wie sehr die in Modern gespielt werden, aber das sind auf jeden Fall Karten, die kann ich mir sehr gut vorstellen in vielen Decks. Und auch diese schwarz-weißen Basics von Innistrad, die sind, glaube ich, auch dafür prädestiniert, dass sie in ganz vielen Decks und Partien auftauchen werden. Deswegen hat mich auch diese diese Vielfalt ihrer Illustration begeistert, ja. Weil das wirklich Karten sind, die einen großen Einfluss haben werden. Alania Danner kommt aus Seattle, illustriert unglaublich viel für andere Fantasy-Spiele auch.
Für Dungeons & Dragons hat sie was gemacht. Für Edge of Darkness, da hat sie, glaube ich, alle Location-Illustrationen gemacht, was auch zeigt, dass sie da herkommt, dass da ihr Schwerpunkt liegt und dass sie eben Landschaften ganz, ganz toll machen kann. Und das hat sie unter Beweis gestellt. Sie ist super verwurzelt im Gaming-Bereich und ich glaube, diese Verbindung mit ihrer Kunstfertigkeit rechtfertigt für mich auf jeden Fall die Vergabe des Preises für das beste Land-Artwork, den Goldenen Tasty in diesem Bereich, für Alanya Danner. Geis, hast du ihre Illustration auch so wahrgenommen? Alanya Danner ist auf jeden Fall ganz, ganz oben auf meiner Liste mit gewesen. Und dieses Evolving Wilds Artwork, das möchte ich nochmal herausstellen, das habe ich gesehen, das hat sie getwittert, glaube ich. Und das wirkt in groß und hochaufgelöst richtig, richtig nice. Auf der kleinen Karte kann man das gar nicht so richtig sehen, aber in groß wirkt dieses Artwork besonders gut. Was mir aber auf der kleinen Karte sehr, 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 sehr gut gefallen hat, war das Darkbore Pathway. Auf der Rückseite ist das Slitherbore Pathway. Ich habe jetzt gerade den deutschen Namen nicht parat. Und das ist halt so eine Full-Art-Karte, ja, da ist wirklich bis zum Rand hin das Artwork zu sehen. Man sieht so einen kleinen Menschen, das war eine Karte, die in Kaltheim erschienen ist, eben so einen kleinen Menschen, der unter der Erde in so einer Höhle ist, durch die aber, ja, durch die dünne Höhlenwand das Sonnenlicht hereinbricht auf so einen Unterwassersee, wo vielleicht das Regenwasser runtergeplätschert ist und, ach, irgendwie, das wirkt einfach dramatisch und schön. Auf der Rückseite ist eben dieses Land, was dann für ein grünes Mana tappen kann. Man sieht eben noch einen noch kleineren Menschen, der in einem riesen Wurzelwerk drinsteht, was sich um ihn herum windet und auch gleichermaßen höhlenmäßig aussieht. Das hat es mir richtig angetan. Also genau, Alanya Danner hat ja auch letztes Jahr von mir schon den Goldenen Tasty bekommen für ihr Basic Land, was total untergegangen ist. Ich aber so cool fand, also das ist eine Künstlerin, die mir irgendwie immer ins Auge sticht. Da kann ich deine Einschätzung total teilen und bin voll froh, dass du ihr den Preis gegeben hast. Alanya Danner ist wirklich ganz, ganz tolle Illustratorin und ja, ich bin sehr froh mit dieser Entscheidung. Mein Goldener Tasty für das beste Land Artwork, beziehungsweise die besten Land Artworks, denn auch ich habe mir jemanden ausgesucht, der ja zahlreiche Länder illustriert hat. Nicht ganz so viele wie die Alanya Danner, aber immerhin 6 Stück an der Zahl im letzten Jahr. Nämlich Muhammad Firdaus aus Yogyakarta, Indonesien. Jemand, den ich bis zum letzten Jahr noch nicht kannte, weil er bis zum letzten Jahr noch nicht für Magic illustriert hat. Und der neu hinzukam und Länder illustriert hat. Nämlich das erste für Adventures of the Forgotten in the Forgotten Realms. Dort auch die Evolving Wilds. Aber vor allem, und da ist er mir ganz besonders aufgefallen, eben für Mitternachtsjagd. Mitternachtsjagd und dann auch noch eine Karte, ein Landartwork, was in Blutroter Bund erschienen ist, die es mir ganz besonders angetan haben. Denn man sieht jeweils ja ein ziemlich dunkle Gebirgs- oder Waldlandschaft, an deren, ja, wo am Horizont quasi verschwindend gering noch ein bisschen Sonne zu sehen ist, ja. Also eigentlich ist Schwärze und trotzdem ist diese Landschaft so schön und so stimmungsvoll ausgeleuchtet und dieses letzte, ja, glimmende bisschen Sonne, was dort in der weitesten Entfernung zu sehen ist, es könnte vielleicht auch ein Sonnenaufgang sein, man weiß es nicht genau, aber In Mitternachtsjagd weiß man, das ist das letzte bisschen Sonne, was man sieht. Und genau diese Stimmung transportiert er eben ganz, ganz toll. Hat eben auch so ein Full-Art-Land noch gemacht, nämlich das Deathcap Glade. Habe ich auch gezogen übrigens im Pre-Release. Fand ich total, total nice. Aber es sind vor allem diese Sonnenuntergangsbilder von ihm, die es mir total angetan haben. Denn selbst wenn man sie im kleinen Frame sieht, wirken sie einfach übergroß aus irgendeinem Grund, eben weil er die Proportionen und die Lichtverhältnisse so geschickt gewählt hat. Er hat übrigens auch das Dollhouse of Horrors illustriert, eine Karte, über die wir auch schon gesprochen haben, das Puppenhaus der Schrecken, die einzige Nicht-Landkarte, die er quasi im letzten Jahr gemacht hat und auch eigentlich ein bisschen bizarre Illustration. Aber ja, für seine Länder, ganz besonders den Sundown Pass im Blutroten Bund, möchte ich ihm den Goldenen Tasty für das beste Land Artwork 2021 verleihen. Ja, wirklich ganz toll. Also auch von mir super verdient, kann ich mich nur anschließen. Also gerade diese dunklen Länder, wo wirklich die Geschichte ja auch da mitspielt, dass die Sonne
sehr kämpfen muss, um gegen die Nacht zu bestehen. Das kommt auf diesen Bildern sehr, sehr gut raus und ich finde es eine ganz tolle Arbeit und ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Dann kommen wir zu unserem nächsten Highlight, das auch nochmal auf das Mystical Archive anspielen. Eine Kategorie, genau, Die wir damals schon sehr viel gesprochen haben und jetzt auch gerne mal sprechen wollen. Und zwar ist das Faithless Looting von Carly Mazur. Ihr erinnert euch bestimmt, Faithless Looting, ihr habt die Karte sofort vor Augen. Und ja, Geis. Augen ist das Stichwort, ja, Augen ist das Stichwort. Also ich weiß nicht, ich möchte noch mal kurz Revue passieren lassen. Ich weiß noch, ich saß im Auto und dann bekam ich eine Nachricht aus unserer Playgroup, wo dann der Boris Basti uns mitteilte, ha, guck mal. Und ich dachte, im ersten Moment so, als irgendein Meme. Hab's aber nicht verstanden und dachte dann so, nee, warte mal. Hab die Karte gesehen, dachte, es ist kein Meme. Warte mal, das ist ein Artwork von Magic. Und er hat auch sowas dazu geschrieben wie Fake oder echt oder irgendwie sowas. Und dann haben wir kurz darüber diskutiert, ob das quasi echt ist, ob das wirklich ein Magic-Artwork ist. Und aus irgendeinem Grund war mir klar, nee, das ist ein Magic-Artwork. Und trotzdem haben wir diese Diskussion geführt. Und die Diskussion haben nicht nur wir geführt, sondern das Internet hat sie auch geführt. Ich weiß nicht, hast du damals was von dem, man könnte schon fast sagen, Shitstorm von diesen erregten Diskussionen mitbekommen, die da liefen, um die Karte? Am Rande. Ich habe am Anfang natürlich auch überlegt, ist das echt? Ist das eine Karte, die es geben wird? Ist das eine Karte, die jemand nachgemacht hat? Ich habe am Rande ein bisschen von diesen Diskussionen mitbekommen. Und wir hatten ja damals auch drüber gesprochen, wo ich dann auch gesagt hatte, dass es nicht so ganz mein Stil ist, aber ich es unglaublich mutig und spannend finde, dass Magic sowas beauftragt und ja, dann auch druckt, offensichtlich. Und ja, also von daher kann ich mich diesem Shitstorm nicht anschließen und ich finde es einfach toll, dass so unterschiedliche Stile einen Platz haben in Magic. Ich will noch mal betonen, was ich glaube, was das eigentliche Problem war. Denn das Carly Mazur hat ja hier nichts gezeichnet, gemalt, in Öl gemalt, was jetzt irgendwie total abwegig war. Sie hat einen Stil, wo sie sehr, sehr grafisch rangeht. Sie hat eine Person dargestellt, die sie ja fast schon fotorealistisch gemalt hat. Das ist übrigens ein Teil des Problems, glaube ich, dass es aussieht wie ein Foto, also dieser fotorealistische Stil ist eingebettet in sehr, sehr, sehr grafische Flächen. Also diese, ja, womöglich männlich gelesene Person hat so eine Art Kleid an. Und dieses Kleid, vermeintliche Kleid, ist eben einfarbig in Rot gemalt. Hat so eine Kapuze auf, hat irgendwie eine Schale in der Hand. Diese Schale ist auch einfarbig grau, eine Fläche. Da sind so Flammen draus, die sind auch so flächig orange. Das heißt, ganz, ganz grafisch. Im Hintergrund sind total die verspielten Ornamente wiederum zu sehen. Da wird das ganze Ding sogar recht kompliziert irgendwie in seinem Aufbau. Aber ich glaube, was alle so total, total hinten überall kippen lassen, ist, dass diese Person so maskiert ist. Die hat so eine schwarze Maske auf, so eine Kapuze und dann so eine schwarze Maske. Vielleicht ist auch so der Kapuzenschatten. Und an der Stelle, wo zwei Augen sind, sind halt so zwei kreisrunde rote Punkte. Und das ist schon dreist. Die Menschen sind einfach so trainiert, auf Augen zu schauen, auf Gesichtszüge, auf Physiognomie eben. Und hier wird das wichtigste Element, die Augen, einfach durch so zwei kreisrunde Punkte ersetzt. Und ich glaube, das haben viele nicht verstanden. Erstens, dass sie fotorealistisch gemalt hat und sich entschieden hat, das mit sehr glatten grafischen Flächen in Verbindung zu bringen. Sondern sie dachten halt alle, das ist halt hier, keine Ahnung, Paint. Das Wort Paint habe ich nie so oft wie häufig gelesen in der Diskussion wie hier. Und Carly Mazur hat daraufhin coolerweise sehr viele Follower gewonnen, sehr viele Fans gewonnen und ist, glaube ich, insgesamt als Gewinnerin aus dieser Diskussion herausgegangen. Und ein paar Leute mussten einfach checken, it's not for me. Genau, und haben das auch sehr offensichtlich kundgetan und ich bin ja immer nicht so ein Freund von so ganz extremen Meinungen, beziehungsweise positive extreme Meinungen finde ich immer noch besser als ganz schlechte extreme Meinungen. Und ich, wie du schon gesagt hast, dann war es halt nicht für diejenigen Leute bestimmt. Ich kann mich nur wiederholen und sagen, das ist unglaublich mutig, dass diese Karten so gedruckt werden und dass das auch Magic-Illustration in eine neue Richtung drückt. Vielleicht auch ein bisschen stärkere Kraft in die Richtung drückt, aber ich finde es eigentlich gut, dass das Spiel eben nicht stehen bleibt und wenn man sich ganz alte Magic-Karten anguckt, die sind nicht so weit weg davon.
Genau, ich glaube auch, dass Mystical Archive insgesamt so eine gewissermaßen eine ästhetische Herausforderung war. Ja, es gab einfach viele neue Neuheiten da drin, viele Stile, die man noch nie gesehen hat. Und ich glaube, daran hat sich das dann alles, wurde das dann alles herausgelassen für viele. Das war so ein bisschen Ventil, glaube ich, von vielen gestalterischen Neuerungen, die es aber schon immer gab. Ich meine, guck dir das Stasis Artwork an. Da gab es neulich erst wieder eine kleine Diskussion, die von Oops All Salt losgetreten wurde auf Twitter. So, schaut euch diese Sachen an und ihr seht, das ist ein Teil von Magic. Das war schon immer da und es soll es auch immer geben. Und diesen Mut, den hat man sich mit dem Mystical Archive in gewisser Weise auch wiedergeholt. Und deswegen ist das für mich ein absolutes Highlight gewesen. Das war es auf jeden Fall. Nominiert für den Goldenen Tasty 2021. Was wäre Magic ohne Martina Fatschkova? Antwort: Das Magic des Jahres 2020. Auch wenn die gesamte Anzahl ihrer Werke für Magic erst bei 10 liegt, wirken diese wie ein Best-of der tausenden Bilder des letzten Jahres. Sie selbst beschreibt ihren Stil als einen fantastischen, imaginativen Realismus mit einem Hauch von Drama, Düsternis und Emotion. So hätte man auch Innistrad und insbesondere Blutroter Bund überschreiben können, wo sie mit Sorin der Freudlose, dem noch im Set zuvor als Scooby-Doo-Bösewicht dargestellten Planeswalker, endlich wieder Leben einhauchte. Vampire kann sie, wie keine zweite, und so durfte sie auch Edgar Markov auf einer der Judge-Promos des letzten Jahres illustrieren. Den Edgar Markov, den ich mir im Innistrad-Set gewünscht hätte. Voldaren Stecherin, blutiger Schnee, Rückkehr mit der Flut. Allgemein hätte ich ihre Arbeit in Kaltheim gern noch öfter gesehen. Mein heimlicher Höhepunkt jedoch und vielleicht eine der am wenigsten beachteten Meisterwerke des letzten Jahres, Fokusverlust, zeigt uns, welcher Schmerz, welche Entbehrung und welche Körperlichkeit mit Magie einhergehen und dass die Darstellung von Zauberei so viel mehr sein kann als eine Schablone immer wiederkehrender Gesten. Was ist Magic mit Martina Fatschkova heute? Antwort: Bedeutend schöner, als es 2020 noch war. So, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Zur zweiten von vier. Und wir sprechen über das beste Nicht-Kreaturen-Artwork 2021. Und Geis, du darfst vorlegen, wen oder was und welche Karte hast du ausgesucht? Genau, bestes Nicht-Kreaturen-Artwork natürlich auch nochmal abgesetzt zu den figürlicheren Sachen, den Kreaturen und Planeswalkern. Das wollte ich, glaube ich, nochmal einmal kurz erwähnen. Ne? Also das Zeichnen von Gegebenheiten, Situationen, bestimmten Sprüchen bietet meines Erachtens nochmal ganz besondere Herausforderungen. Und ja, der Übergang zu den Mystical Archive-Karten, über die wir gerade gesprochen haben, könnte nicht besser sein, denn ich musste einfach eine Mystical Archive-Karte prämieren. Und zwar eine Mystical Archive-Karte in ihrem japanischen Alternativ-Artwork. Ich habe nämlich gemerkt, dass dieses Artwork von Natural Order, natürliche Ordnung, mir einfach das gesamte Jahr über hängen geblieben ist. Ich musste immer wieder dran denken, ich besitze diese Karte nicht und trotzdem musste ich immer wieder an das Artwork denken, was mich, ja, verwundert hat, immer wieder zum Rätsel aufgegeben hat, aber eben auch bezaubert hat. Und genau, der goldene Tasty für das Artwork von Natürliche Ordnung geht an Ayami Nakashima. Sie kommt aus Nagato, Japan und es war im Jahre 2021 die einzige Magic-Karte, die sie je gemacht hat. Womöglich auch, weil eben ihr Stil so besonders ist, dass es eben nur in so einer Nische auch Platz gefunden hat. Was wiederum zeigt, wie toll das Mystical Archive war für ja, Künstlerinnen mit eben ganz anderen Stilen, die trotzdem sehr, sehr gut zu Magic passen. Aber ich kann sagen, dass sie schon jetzt neue Karten für das bald kommende Set Neon Dynasty gespoilt hat. Dort kommen ja, wie du vielleicht weißt, Martin, die Basic Lands auch in einem ja, traditionell japanisch aussehenden Artwork, ja. Alternativ-Artwork raus. Und dort hat sie die beiden Mountains gestaltet, die
ja, natürlich ganz, ganz toll aussehen. Ja, und Natural Order, natürliche Ordnung, das Artwork, ich kann es kaum beschreiben, weil es sich fast jeder Figürlichkeit entzieht. Man kann einen Hirsch erkennen, dessen Hals aber ja eine 180-Grad-Kurve macht in und endet in einem Ding, was man nicht als Körper bezeichnen kann, sondern eher in so einem Ornament. Man sieht so eine Art dahinter, eine Art kreisrundes Objekt, was wie ein Mond wirkt, ein Lichteinfall, was der wiederum so auf eine Hand, die aber losgelöst ist und wie in so ein, ja, von Dali gemaltes, komisches, dreidimensionales Objekt, was aber eher so als Grafik zu verstehen ist, ist endet. Und ja, dieses Geweih von diesem Hirsch, was auch eher aussieht wie eine Verzweigung von Ästen, von leuchtenden Ästen, das steht vor so einer Art schuppenförmigen, ja, Ornament und überall denkt man so, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich denken soll, aber ich fühle ganz, ganz viel, wenn ich dieses Ding sehe. Und ja, deswegen hat es mich, glaube ich, auch nicht losgelassen. Und deswegen kriegt es von mir den goldenen Tasty für das beste Nicht-Kreaturen-Artwork. Das ist eine ganz tolle Karte. Also mit viel Fantasie kann man im Hintergrund natürlich auch noch einen Elefant erkennen, ne? Mit dem, der den Schatten mit, na, der Rüssel, der dann durch den Lichtstrahl geht und das Auge so ein bisschen drüber. Und diese Schuppen oben erinnern natürlich auch so ein Krokodil. Also diese Natural Order, genau. Diese verschiedenen Tiere erkennt man da vielleicht auch mit Fantasie wieder, wie man mal so auf Wolken guckt. Also das ist eine ganz tolle Illustration und ja, ich kann mich auch nicht satt sehen. Also wirklich, das Ding schreit auch jetzt nicht, ich bin ein traditionell japanisches Artwork. Es wirkt einfach ein bisschen wie von einem anderen Stern. Und ja. Genau. Und ja, also wir finden diesen Stil ja, glaube ich, generell gut. Seth MacKinnon, der letztes Jahr ja gewonnen hat als Artist of the Year, den wir vergeben haben, der arbeitet ja auch mit ganz viel grafischen Elementen und ich glaube, wir sind da beide sehr ansprechbar dafür. Ich glaube, ja, das glaube ich zum einen. Ich glaube aber auch, dass der Kartenrahmen sehr, sehr, also dass die Größe des Kartenrahmens das einfach auch braucht. Und die Artworks deutlich besser funktionieren, wenn sie grafisch sind, eben in diesem kleinen Rahmen, in dieser kleinen Größe, eine klare Struktur trotzdem haben, mit klaren Ebenen, die sich eben klar voneinander absetzen. Und auch wenn das total, und das ist halt das Absurde bei diesem Ding, das wirkt total wild und total unklar, aber ist es irgendwie nicht. Irgendwie wird das Auge dann doch gelenkt, ohne dass man es merkt. Ja, also herzlichen Glückwunsch zu dieser Auswahl und ich freue mich schon auf die Karten, die von ihr noch kommen. Als nächstes natürlich in Neon Dynasty. Martin, was hast du? Ich bin gespannt. Ich habe ja auch was in die Richtung rausgesucht und es ist tatsächlich eine Illustratorin geworden, die ich auch letztes Jahr an der Stelle schon prämiert hatte. Es ist Wiley Beckert wieder geworden bei mir. Auch wenn sie, in Anführungszeichen auch, wenn sie nur, auch in Anführungszeichen, zwei Karten dieses Jahr illustriert hat und eine dritte geheime Karte. Geheim? Ja, also die Karten, die ihr kennt, sind wahrscheinlich die aus Strixhaven, wo sie einmal illustriert hat die Karte Gedankenaussetzer und das andere, die heißt im Englischen The Rise of Extus und im Deutschen Der Aufstieg des Extus. Die Karte sind mir zuerst ins Auge gesprungen, weil es wirklich ihre ganz tolle Art zu illustrieren wieder zeigt. Bevor ich jetzt darauf eingehe, nochmal schnell die Karte, die ihr nicht kennen werdet oder vielleicht noch ganz wenige, das ist Collectigall. Geist, da hast du mich nochmal darauf hingewiesen, dass es die gibt. Das ist eine Karte, die in die Serie der Heroes of the Realm gehört. Die hat sie illustriert. Und ja, das ist eine ganz witzige Karte, die dann auch nochmal auf die Booster-Fun-Initiative von Magic hinweist. Und das zeigt eine Möwe in dem Fall natürlich, die ganz viele Sachen zusammensammelt. Und auch hier sieht man ihre Illustration wieder, die halt eine Kombination ist aus Bleistift oder Buntstift Unterzeichnungen dann grafisch verändert und nochmal drüber gemalt und alles sehr reduziert in sehr monochromen Farben fast schon, wobei die Möwe hier dann auch so ein bisschen rauspoppt natürlich und bei den anderen Karten beim Aufstieg des Extus und beim Gedankenaussetzer, wo dann auch so die gedankliche Ebene dann nochmal illustriert wird durch so grafische Elemente und Ornamente. Ihr Stil kommt, und das haben wir letztes Jahr auch schon mal besprochen, kommt von klassischen Märchenbuchillustrationen, die sie sich als Vorbild genommen hat und da in der goldenen Ära der Märchenbücher da so ein bisschen ihre Schule genommen hat
Und ihre Illustrationen, finde ich, könnten noch viel, viel mehr verwendet werden im Laufe des Magic-Jahres, gerade für so Zaubersprüche oder Nicht-Kreaturen-Zaubersprüche, wie die Kategorie hier heißt. Also es sind wirklich ganz tolle Illustrationen und ja, meine Preisträgerin für bester Nicht-Kreaturen-Illustration. Diese Karte, die wurde neu erstellt und wurde nur an das Team von dem, ja, von die sich um die Booster-Fun-Karten gekümmert haben, quasi ausgegeben. Und deswegen macht die mechanisch auch, das würde ich gerne mal einmal ganz kurz vorlesen, kümmert die sich quasi auch nur um so, es wirkt fast wie eine silberrandige Karte. Ja, also dieses Only the Best, dieser Sorcery, der auf der Karte ist, für den die Karte quasi als Adventure-Abenteuer ausgespielt werden kann, kostet eins und ein weißes und sagt Return Target Booster Fun Card from your graveyard to your hand. Und der Collectical selbst ist ein 1-1 Vogel, Mythic, und der hat Flying und Protection from Common. und whenever Collectical attacks, reveal the top card of your library. If it's a booster fun card, you may put it into your hand. Witzig und ist natürlich einfach ein, ja, soll eben ein ganz besonderes Geschenk sein. Und diese Heroes of the Realm Karten, die werden seit 2017 ausgegeben. Und diese, ja, Collectical Karte, die wird irgendwie ins Jahr 2019 geschoben. Da steht auch 2019 drauf und 2021 aus irgendeinem Grund. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass diese Booster Fun Crew sich 2019... Nee, gegründet haben sie sich schon eher. Gegründet haben sie sich wahrscheinlich auch gar nicht, aber irgendwie wurde sie 2021 erst veröffentlicht, die Karte. Was würdest du sagen, was macht denn eine Booster-Fun-Karte aus? Ich glaube, das wird tatsächlich, das kann man ziemlich genau sagen, das sind, glaube ich, alle Showcase-Frames, Showcase-Frame-Karten. Das sind, glaube ich, die Full-Art-Karten. Das sind, was war denn das noch? Also nicht alles, was im Booster-Fun-Booster drin ist. Nee, ich glaube nicht alles. Ich glaube nicht alles. Aber ich bin ja auch hauptsächlich wegen der zwei Sprüche aus Strixhaven draufgekommen. Von daher ist der Preis hier schon verdient für den besten Nicht-Kreaturen, ja, für die besten Nicht-Kreaturen-Illustrationen. Und ja, also es ist zum zweiten Mal in Folge Wiley Beckard geworden. Und ja, ich stehe dazu und ich finde das toll und ich wünsche mir mehr Illustrationen von ihr für 2022. Punkt. Herzlichen Glückwunsch, Wiley Beckard. Ja, kommen wir zum nächsten Highlight des Jahres 2021. Wir gehen mal zurück in den Januar, in die Preview-Season von Kaldheim. Denn dort ploppte plötzlich eine Karte auf, die uns vielleicht auf den ersten Blick hin gar nicht so besonders aufgefallen ist, außer dass wir gedacht haben, schönes Artwork. Aber dann ploppte dazu eben ein Foto auf. Und zwar geht es hier genauer gesagt um Binding of the Old Gods, Fesselung der alten Götter. Und warum ist diese Karte so besonders oder das Artwork so besonders? Weil der Künstler dabei, Victor Adame Minguez, da sehr faul war und gar nichts gezeichnet hat, sondern einfach quasi das eingereicht hat, was er sonst für alle Illustrationen macht. Also das faul war jetzt natürlich ironisch gemeint, denn er ist dafür bekannt, dass er für alle Karten, die er illustriert, erstmal eine unglaubliche Vorarbeit macht, indem er Modelle baut, teilweise Puppen baut, Marionetten baut, also diese Jace-Marionette, wenn ihr die kennt aus Arena, die ist von ihm und die hat er auch illustriert auf einer Karte für das Ravnica, für den Ravnica-Block und er hat tatsächlich danach diese Puppe gebaut, aber er baut auch ganz viel davor, indem er einfach aus Ton oder Clay ist es, glaube ich, also Ton, seine Modelle baut, die er dann auf Karten band und zeichnet. Er ist unglaublich vielseitig, handwerklich sehr begabt und das hat er hier unter Beweis gestellt bei dieser Saga, die er illustriert hat, Binding of the Old Gods, die Fesselung der alten Götter, die ja in den traditionellen Stilen in Kaldheim illustriert waren, die sagen, die Wikinger oder die Bewohner von Kaldheim zur Verfügung hatten und bei ihm ist es eben eine Schnitzerei geworden und er hat jetzt nicht nur gezeichnet die Schnitzerei, er hat die angefertigt und hat diese Schnitzerei quasi als seine Illustration eingereicht, also gar nicht nochmal nachgemalt, sondern einfach das, was er da geschnitzt hat und wirklich fein geschnitzt hat, das ist die Illustration für diese Saga geworden. Ja, der hat das Holz dann noch so ganz leicht bemalt, also ist so ein Baum abgebildet und hat dann noch so violette, die Blätter daran noch so ein bisschen violett gezeichnet und den Rest wirklich so in Holz gelassen, das schön ausgeleuchtet, ein Foto davon gemacht und man könnte sagen, der hat ein bisschen getrickst, weil das ja einfach ein Foto ist und vielleicht ist das auch, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht ist das erste
Foto sozusagen, was auf einer Magic-Karte zu sehen ist, dann muss ich aber denken, jedes Gemälde, was auf einer Magic-Karte ist, ist ja quasi auch nur ein Foto von dem Gemälde, wenn man so will. Von ja, daher, faul war er hier natürlich nicht und nein. Ist ein ganz, ganz tolles Unikat, was er hier geschaffen hat. Und es gibt natürlich auch noch andere Sagas, würde ich jetzt so sagen, wo solche Holzschnitte gezeichnet wurden. Ich glaube, Anna Steinbauer hatte auch noch einen so einen Holzschnitt gezeichnet aber. Und das fügt sich total gut ein, dieses Binding of the Old Gods. Großen Respekt und das war total, also vollkommen verrückt, wo ich dachte, Mensch, was für ein guter Einstieg in dieses Jahr. Genau. Und passt natürlich sehr gut zu ihm, der halt wirklich sehr, sehr physisch arbeitet und nicht nur zweidimensional, sondern auch sehr dreidimensional. Und er hat das jetzt tatsächlich nicht einfach mal so als Gag gemacht, sondern ihm nimmt man auch ab, dass er da die gleiche Arbeit und Sorgfalt reingesteckt hat, wie in Illustrationen dieser gleichen Saga. Ja, großes Highlight für mich. Das Artwork, kann man es Artwork nennen? Es ist ein Artwork, es ist ein Stück Kunst auf jeden Fall. Das uns Victor Adame Minguez hier geschaffen hat. Nominiert für den Goldenen Tasty 2021. Ihr spielt gerne Magic, Logo. Aber wenn ihr auch andere Nerd-Hobbys wie Dungeons & Dragons oder Hearthstone verfolgt, ist die Chance ziemlich hoch, dass es eine Konstante bei allen dabei gibt. Zoltán Boros. Er hat 1990 seinen Abschluss an der Ungarischen Universität der Bildenden Künste gemacht und ist mit Illustrationen im Science-Fiction-Magazin Galactica bekannt geworden. Zusammen mit Gabor Zixey hat er dann über 25 Jahre für Anzeigen, Spiele oder Storyboards illustriert, bis er dann als Solo-Freelancer 2010 nach Amerika gezogen ist und seitdem jede Menge Illustrationen auch für unser Lieblingsspiel illustriert hat. Allein in diesem Jahr hat er Magic mit nicht weniger als 30 Bildern seinen Stempel aufgedrückt und das nicht nur mit Karten wie Abweisen, sondern vor allem mit 7 Karten für Adventures in the Forgotten Realms. Seine Karten erzählen darin eine kleine Bildergeschichte, in der die Party ins Abenteuer zieht. So, dritte Kategorie, bestes Kreaturen- und Planeswalker-Artwork. Gleich die dritte Königskategorie, die wir hier haben. Ja. Genau, diese Kategorie hat auf jeden Fall den größten Kartenpool. Ungefähr, also ein bisschen über 1.500 Illustrationen. Und das war crazy. Also ich habe mir die dreimal, glaube ich, durchgeschaut. Pff, das verschlingt schon ein bisschen Zeit, wenn man genau hinschaut. Und bitte, Martin, fang doch an. Ich habe eine Karte rausgesucht. Ich weiß nicht, ob die du auf dem Schirm hattest, aber die ist mir immer wieder untergekommen und ich konnte meinen Blick nicht davon abwenden. Und ich fand die einfach großartig. Es ist Valky, Gott der Lügen. Oder Tibalt, kosmischer Hochstapler. Mhm. Und zwar in einer besonderen Edition, in der Showcase-Edition, illustriert von jemandem, den du vielleicht tatsächlich kennst, Jeff Miracola. Mhm. Das ist ein Illustrator, der seit 1993 für Wizards dabei ist. Also seit den Anfängen von diesem Spiel hat er illustriert. Und er ist vielleicht am bekanntesten dafür, dass er alle Beebles illustriert hat. diese Kreaturen, die es nur noch in den silberrandigen und jetzt nicht mehr silberrandigen Unset-Karten gibt. Und es war nie so mein Favorite Illustrator. Ich fand den Stil immer so ein bisschen tatsächlich altmodisch, vielleicht auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und hier, finde ich, hat er sich eindrucksvoll zurückgemeldet mit dieser Illustration von gerade Valky, Gott der Lügen. Ich fand diese Illustration so passend für dieses Set und für diese nordische Mythenwelt von diesem Gott der Täuschung, der hier mit einem Messer hinter dem Rücken der Kapuze tief ins Gesicht gezogen und einem Lachen, wie es dem Joker gleichkommen würde, vor der Tür steht oder im Wald jemanden auflauert. Und ich fand das eine ganz großartige Illustration und ich fand das einen ganz großartigen Stil für ihn. Und mir ist wirklich ein bisschen kalter Schauer im Rücken gelaufen, wo ich dieses Bild gesehen habe. Ich bin so kurz, dachte ich, oh, das ist eine tolle Illustration und das passt wirklich perfekt in diese kalte nordische Welt. Also es hat nichts mit seinem Illustrationsstil von früher zu tun und ich finde, Jeff Miracola, wenn er so solche Illustrationen gerne wieder machen würde,
super. Finde ich ganz, 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 ganz toll. Ich weiß nicht, Geist, ist dir das so auch aufgefallen oder hattest du die so gar nicht auf dem Schirm? Auch aufgefallen, doch. Ich würde ihn gern Jeff Miracola nennen, aber ich glaube, er ist wahrscheinlich wirklich Miracola. Ja, der hat einfach einen Style, der zuletzt ja nur noch gut genug für die silberrandigen Karten war und die letzte schwarzrandige Karte im Jahr 2008 gezeichnet hat und dann ewig nicht mehr. Und ja, in diesen Showcase-Frames passt es einfach wirklich perfekt rein. Und da hat er wieder ein neues Zuhause gefunden. Also es ist ein Stil, den Magic halt irgendwie verlassen hat. Ich meine, guck dir die alten Sachen an, die er gemacht hat. Der hat ganz viele Remasuri auch illustriert früher. Mhm. Und das waren alles schon so richtige, ja, ein bisschen grafischere, comicartigere Zeichnungen, auch mit, ja, grotesk und ein bisschen Humor im Bild, was dann eben für die silberrandigen Karten gut funktioniert hat. Aber das passt für Valky natürlich perfekt und gerade diesen Showcase-Frames, ja, ungemein gut. Und ja, es ist wirklich geil. Ich mag ja auch ein bisschen dieses Düstere. Ist so ein ganz persönliches Fable von mir. Schlägt auch immer wieder durch. Und da bei diesem Valky, wie er da, ich weiß nicht, ist es so ein Rauch, der aussteigt um ihn herum? Oder ist es einfach, was auch immer es ist, eigentlich relativ minimalistisch gezeichnet, aber total, total wirkungsvoll. Er hat in dem Set auch Igen, den Gott des Todes, nochmal illustriert. Und auf der Rückseite eben den Thron des Todes. Also das ist wirklich ein Stil, würde ich sagen, der zu ihm passt. Und auch wenn man nochmal anguckt, seine Illustration von dem Bibeltoken zum Beispiel und das vergleicht zum Beispiel mit dem Aura-Tok, den er auch illustriert hat. Die Bibel hat einen Token? Entschuldigung. Genau. Mystisches Buch. Da liegen wirklich Jahre und auch wirklich eine Entwicklung dazwischen und ich finde es mittlerweile einen ganz tollen Illustrationsstil, den er da hat und ja, gerade in diesem Showcase-Frame passt es perfekt. Also Jeff Miracola gewinnt bei mir den Illustrations-Award für die beste Kreatur oder den besten Planeswalker in diesem Jahr. Geil, herzlichen Glückwunsch und auch ein bisschen überraschend, schön. Ja, Geiss. Jetzt kommt was weniger Überraschendes. Und zwar den Award für die beste Kreaturen- oder Planeswalker-Illustration im Jahr 2021 überreiche ich an Yongjae Choi, den ihr in letzter Zeit öfter aus meinem Mund gehört haben könntet, nämlich für Giza Glorreiche Erweckerin, Giza Glorious Resurrector. Die hat von mir schon einen silbernen Tasty bekommen im Set Midnight Hunt und sie lässt mich nicht los. Ich habe mir die Karte auch gekauft, einfach nur wegen des Artworks. Ich spiele die nicht, weiß gerade gar nicht überhaupt nicht, wo ich die spielen soll. Ich habe mir sie nur wegen des Artworks gekauft und Yongjae Choi hat für mich diesen Award absolut verdient. Der hat noch Anya, Made of Dishonor, den Jada hat er noch gemacht, Jaren, Grist, The Hunger Tide, ja, diesen Planeswalker aus Modern Horizons 2 und einige doppelseitige Karten in Strixhaven, also Kaltheim Valky hat er auch gemacht, ja, der hat nämlich den anderen, den Standard-Frame Valky gemacht, Tergrid hat er gemacht, ja, sehr und gute Karte. Keine, also Figuren Leben einzuhauchen, die herauszustellen und denen Identität zu geben, wo vielleicht in der Geschichte gar nicht so viel Identität vorhanden ist, das sehe ich hier als eine absolute Gabe an, die er hat. Und das hat er für mich ja schon bei Giza ganz, ganz, ganz toll gemacht, die für mich bisher immer nur so ein Abziehbild war von so einem Vamp. Und hier wird sie halt zu einer souveränen Person, die in dieser Zombie-Schar, die natürlich sie komplett unter Kontrolle hat, aber die trotzdem nicht minder bedrohlich wirkt, einfach total souverän irgendwie mittendrin sitzt, Beine überschlagen, wie irgendwie als, genau, für ein Foto posierend eben. Eine wahnsinnig tolle Situation. Ein schallendes Lachen auf den Lippen und dieser Yongjae Choi, der aus Seoul in Südkorea kommt, der hat es einfach drauf und ich bereue es ein bisschen, ihn nicht eher auf dem Schirm gehabt zu haben, aber Giza hat ihn für mich sowas von auf dem Schirm geholt. Ist übrigens ein digitales Artwork. Ich habe sogar herausgefunden, dass er das in Photoshop illustriert hat. Ja, das erfährt man nicht immer und ich kann es leider auch nicht zu jeder Illustration sagen. Bei dieser weiß ich es. Genau, tut dem Ganzen keinen Abbruch. Dass es nicht in Öl gemalt wurde oder so. Es ist ein ganz, ganz tolles Gemälde und es ist vor allem so toll, weil Giza die Giza ist, wie ich sie noch nie gesehen habe. Deswegen goldener Tasty.
verdient und wirklich eine ganz tolle Illustration. Wir haben schon drüber gesprochen, als die Karte im Set rauskam, Midnight Hunt. Ja, also je mehr man reinguckt, desto begeistert ist man, was auf dieser kleinen Illustration überhaupt alles sichtbar ist, auf dieser kleinen Karte und ja, wie Giza diese Szene dominiert. Also wirklich, wirklich irre. Ich meine, der hat Teferi gemacht, ne? Der hat Oko gemacht. Der hat 100 Versionen von Teferi gemalt, wenn du dich erinnerst. Der hat Oko gemacht, der Oko, über den man so viel gequatscht hat, der da mit seinem Sixpack und dem Ahornblatt irgendwie auf dem zweiten Pack von oben irgendwie im Grün liegt und verträumt seinen Dolch anschaut. So ein Zeug hat der gemacht und genau, das ist großartig. Das sind wirklich Sachen, über die spricht man und ohne Ende mehr Planeswalker und Figuren, die ja, einfach wirklich an Power gewinnen. Auch meine Favorite Kaya hat er gemacht. Und hat auch schon für Neon Dynasty einen Planeswalker illustriert. Der kommt, da kannst du dich schon freuen, Guys. Kaito Shizuki ist schon von ihm illustriert worden, ist schon gespoilt. Und ja, also da geht es im nächsten Jahr anscheinend weiter mit seinem Engagement für Magic. Dann gehen wir auch weiter, würde ich sagen. Und kommen zum nächsten Highlight. Und zwar sind das die Showcase-Frames für Adventures in the Forgotten Realms. Und die Showcase-Frames in den Magic-Sets, die versuchen ja immer so ein bisschen was Originelles zu machen, was zu dem Set passt. Außer bei... Nee, erzähl weiter. Und so auch hier wollte ich den Satz beenden. Denn, ja, was ist hier passiert? Hier sind ganz viele Schwarz-Weiß-Illustrationen vor farbigen Hintergründen passiert. Und das Ganze sieht aus wie so eine Seite aus einem vergilbten Buch. Und tatsächlich sieht das alles aus wie so Illustrationen aus dem Monsters Manual von Dungeons and Dragons, wo alle Monster aufgelistet sind. Und zwar eine der früheren Editionen, wo dann wirklich die ganzen Monster noch schwarz-weiß illustriert waren, so mit Pinsel und Tusche. Und da hat man sich jetzt hier orientiert und die ganzen Kreaturen, die in diesem Set auftauchen, nochmal so in diesem Stil dargestellt. Und es ist wirklich ganz, ganz toll. Also es kommt wirklich so ein nostalgischer Schauer überein, auch wenn ich jetzt selber nicht ganz so früh dabei war bei Dungeons and Dragons, sondern jetzt erst eingestiegen bin. Aber man guckt natürlich dann trotzdem so ein bisschen zurück. Was ist denn früher bei dem Spiel passiert? Und ja, da ist, da gab es, glaube ich, ein ganz großes Hallo bei denen, die da ganz früh schon mitgespielt haben. Gleichzeitig gab es aber auch noch so Cover-Illustrationen von verschiedenen Ländern, die ganz witzig gemacht sind. Und zwar gibt es ja Erweiterungen für Dungeons & Dragons jeweils. Das sind dann so Abenteuer, die man durchspielen kann, genannt Modules. Und da wird dann nochmal draufgeschrieben, für welche Stufe von Charakteren dieses Module wohl geeignet ist, damit man nicht als blutiger Anfänger gleich beim stärksten Monster hinten überkippt. Und man hat das hier korrespondieren lassen mit den Rarities der Karten. Das heißt, die einfachen sind eher für Abenteurer von 1 bis 4, zum Beispiel Evolving Wilds und sowas wie die Den of the Bugbear. Das ist dann eine Rare, da sind dann schon die Charaktere für 17 bis 20 dafür begeistert. Also sieht aus wie so eine Illustration von so einem Regelbuch, für das Dungeons & Dragons berühmt ist. Also hier dieses Set, hatte ich ja schon gesagt, ist ein ganz tolles Set für mich gewesen im letzten Jahr. Und wie dann hier auch wieder die Illustrationen und die besonderen Illustrationen der Showcase-Frames mit dem Inhalt des Sets korrespondieren, fand ich ganz, ganz toll. Ich will auch noch mal rausheben, gerade zu diesen Cover-Bildern, ja, die jetzt hier auf Magic-Karten sind. Ich meine, die Secret Lairs haben uns ja sensibilisiert für sehr, sehr außergewöhnliche Stile. Aber wir müssen uns noch mal vor Augen halten, das sind alles Karten, die in einem ganz normalen Set einfach so mit drin waren. Und ich erinnere mich noch an die Masterpieces aus Amonkhet. Wie hießen sie gleich noch mal? Nicht Inventions? Ich glaube, Masterpieces hießen sie einfach nur, ne? In Amonkhet waren es die Invocations. Invocations, dankeschön. Und wie sich da alle aufgeregt haben, dass die Illustrationen da kleiner sind und so und irgendwie beschnitten und man es nicht so, ne? Und irgendwie haben sich alle über diesen Frame aufgeregt. Und hier sind jetzt die Illustrationen auch klein und wir haben super das ganze Ding super grafisch aufgezogen und klar, ne, die Anspielung erkennen alle und die ist auch irgendwie witzig, aber es hat irgendwie kein Moment des Aufregens mehr darüber, sondern man hat das einfach angenommen, weil Magic mittlerweile sich so derart befreit hat von diesem strikten Rahmen, in dem die Karten eben gesetzt sind. Und das fand ich schon ziemlich bemerkenswert, weil ich die ganze Zeit gewartet habe auf den Moment, wo alle,
wo alle anfangen so ein bisschen zu haten oder zu sagen, na was, jetzt kommt mal wieder runter oder lass das mal oder so. Aber nee, das gab es hier irgendwie nicht und ich habe selber die Evolving Wilds, die habe ich ein paar Mal gezogen, die habe ich auch in einigen Decks drin, weil sie einfach so rauspoppt, ne? Diese violette Fläche, grafische Fläche, ne? Das Artwork da drauf, dann ist irgendwie, ist natürlich auch ganz nice und ja, es ist einfach, es sieht nicht aus wie eine Magic-Karte, null. Und dafür mussten wir kein teures Geld ausgeben, um ein fettes Secret Lair irgendwie zu kaufen, sondern das war einfach so mit drin. Ja, und das ist wirklich ein schöner Gag gewesen. Und ja, das ist so, das sind so die kleinen Nettigkeiten, wo man dann wieder sagt, ja, das ist jetzt, so machen Crossover Spaß, würde ich sagen. Das haben wir auch schon gesagt, als wir das Set besprochen haben, wenn dann wirklich so eine Einheit hergestellt wird zwischen Inhalt und Form, das ist wirklich da, wo Magic auch mit solchen abstrusen Ideen scheinen kann. Mhm. Genau, ein weiteres Geschenk, was wir nicht weiter erwähnen werden, waren die ganzen Dracula-Karten. Aber wenn ihr hören wollt, wie ich diese lobe, dann hört euch die letzten paar Folgen an, gerade zum Blutroten Bund. Genau, die habe ich hier heute einmal rausgelassen. Und man muss ja auch sagen, im Gegensatz zu den Invocations in Amonkhet, waren der Großteil dieser besonderen Frames und Showcase-Frames lesbar. Ich glaube, der Aufschrei kam hauptsächlich daher, dass man diese Karten einfach nicht lesen konnte, was sie gemacht haben. Auch darüber würde sich jetzt keiner mehr aufregen. Gut, dann haben wir unseren Tribut gezollt für diese schöne Idee. Auf jeden Fall ein Highlight. Gehen weiter im Programm. Nominiert für den Goldenen Tasty 2021. Alle Augen auf Igor Kiriluk. Ihr braucht sie alle, auch die, welche die Hand auf der Illustration von Fluch der Überwachung oder die Gestalt auf Von Augenblick zu Augenblick tragen. Denn seit seinen ersten Artworks für Zendikar sind über 200 davon zusammengekommen. Igor Kiriluk lässt uns seit über einem Jahrzehnt in die dunkelsten Bereiche von Magics Seele blicken. Mit Illustrationen wie Elesh Norn, Dämonischer Appetit, Nahtpriesterin zeigte er schon damals, dass Horror und Magic zusammengehören. Doch mit Arbeiten wie Edge Champion, Geist von St. Traft oder Das Questentier zeigt er, dass er mehr als nur Albtraumhaftes kann. Dennoch sind seine Werke wie Albtraumhaftes Verlangen, Kind der Nacht oder Ohrenbetäubende Stille jene, die uns nachts heimsuchen und nicht mehr loslassen wollen. Im Jahr 2021 waren diese visuellen Brandmarken auf unserer Netzhaut das beklemmende Schädelangriff aus Kaltheim, der Biomathematiker und Prismari-Zauberlehrling aus Strixhaven und Lucy Westenra aus dem Dracula-Universum Innistrads. Haltet also die Augen offen nach Igor Kiriluk. Alle Augen. Wie jedes Jahr vergeben wir, bevor wir jetzt den großen Award für den besten Künstler, die beste Künstlerin vergeben, auch einen Award für die beste Newcomerin oder den besten Newcomer in 2021. Und Geist, du darfst anfangen. Wer ist dir dieses Jahr aufgefallen und wer gehört ab jetzt für dich unbedingt zu Magic? Nie ist mir eine Entscheidung leichter gefallen als in diesem Jahr, bis ich gemerkt habe, dass diese Person schon im Vorjahr illustriert hat. Und dann habe ich das gönnerhaft ignoriert, weil ich glaube, dass diese Person... Ja, ich habe es gönnerhaft ignoriert. Du auch, ja. Danke, danke Martin, danke schön, danke. Denn ich glaube, dass wir von dieser Person noch weitaus mehr sehen werden. Und deswegen möchte ich mir den Award für den besten Künstler noch ein bisschen aufheben. Es handelt sich um Dominik Meyer aus Nürnberg in Deutschland. Ja, Dominik Meyer kriegt von mir den Goldenen Tasty als bester Newcomer. Bekannt oder beziehungsweise sehr auffällig ist er geworden für mich mit seinen 11 Illustrationen für das Mystical Archive. Sein Stil ist, ja, wie ich finde, perfekt für diesen kleinen Kartenrahmen. Er geht sehr, sehr grafisch ran an seine Artworks. Starke Kontraste, sehr expressiv in seinen Ausdrucksformen und ja, super ikonisch. Ich meine, er hat einfach sehr ikonische Karten illustriert für dieses Mystical Archive und hat meines Erachtens neue Standard-Artworks für diese Karten geschaffen, die sich so gut einbetten, dass er eben nicht nur für diese Showcase-Frames arbeiten kann, sondern auch schon in Zendikar Rising, dort jedoch noch im Showcase-Frame gearbeitet hat, allerdings seit diesem Jahr eben auch in dem Standard-Frame illustrieren darf. Und so richtig raus kam das eben in seinen 5 Arbeiten für Blut,
roter, bunt. Genau, Gift of Fangs, A Braid, A Thirst of Discovery, A Curse of Hospitality, Nature's Embrace. Wahnsinnig tolle Artworks. Und ich habe den einfach mal angeschrieben. Ja, ich habe den einfach mal angeschrieben und ich habe Antwort erhalten und habe dem mal ein paar Fragen gestellt, wie so das Arbeiten war und wie das überhaupt geht, dass man 11 Artworks für ein Set rausbringen kann. Also das ist ja schon Sultan Boros Niveau und von dem wissen wir, dass er eine Maschine ist. Bei Dominik Meyer war ich mir eben noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube auch, dass er auf jeden Fall ein ziemlich gutes Händchen hat. Und er hat mir auch nochmal beschrieben, das fand ich ganz interessant, dass die Arbeit an Mystical Archive Karten sehr viel schneller ging als die für den Standard Frame quasi, weil für das Mystical Archive sind die Artworks tatsächlich nochmal stilisierter. Wenn man da reinzoomt und sich die genau anschaut, kann man das tatsächlich auch sehen und sieht dann eben auch, dass die Karten für Blutroter Bund und Zendikar Rising eben deutlich detaillierter sind. Und da ist eben dann auch deutlich mehr Zeit reingegangen. Und ja, ich hatte dir nochmal so allgemeine Fragen gestellt, wie das ist, was kriegt das so von Wizards an Vorgaben? Das sind so 2 bis 3 Sätze zum Setting, aber ihm werden wohl auch sehr, sehr viele Freiheiten gelassen, was er dann aus dieser Beschreibung macht. Und er meinte so, dass er in Absprache mit den Art-Direktoren eigentlich immer machen kann, was er will. Was ich schon mal eine ganz coole Aussage finde und eigentlich auch ganz cool, dass Wizards da so frei rangeht und die Leute machen lässt. Denn das kann man dann tatsächlich sehen. Und ich glaube ja, das Illustrieren von Spontanzaubern und Hexereien, das liegt ihm einfach und das passt sehr, sehr gut zu seinem Stil. Und er teaste mir auch gleich noch ein bisschen, dass er eine ganze Menge für Streets of New Capenna gemacht hat. Nämlich tatsächlich noch mehr als für das Mystical Archive. Und wir wissen ja schon, das sind 11 Karten für das Mystical Archive, ja. Und dort werden es noch mehr. Vielleicht werden wir wieder sowas Ähnliches kriegen wie eine Art Mystical Archive, wo sein Stil gut reinpasst. Und wir wissen ja, dass ganz viel so Art Deco, ja, so ein Jugendstil, ja, sich da sagen, durchziehen wird. Und das kann ich mir vorstellen, das wird einfach perfekt zu ihm und seinem Zeichenstil passen. Also, zusammengefasst, Dominik Meyer, mein absoluter, ja, eigentlich einer meiner absoluten Lieblingsartists, aber ich habe ihm quasi den Preis für den besten Newcomer gegeben, denn ich bin überzeugt davon, wir haben das Beste von ihm noch nicht gesehen und vielleicht sehen wir das dieses Jahr. Martin, du. Ich habe einen Illustrator ausgesucht, der tatsächlich dieses Jahr oder letztes Jahr viele Karten gemacht hat, die auch im Draft gut spielbar war und der auch eine ganz tolle Illustration gemacht hat von einer meiner Lieblingsfiguren in Magic und die gibt es jetzt endlich als schöne neue Karte. Das war jetzt aber nicht der alleinige ausschlaggebende Grund. Er hat einfach ganz viele tolle Figuren gemacht, ikonische Figuren, wie ich finde, Figuren in Action, Charaktere in Action und ja, Florian hat er zum Beispiel illustriert aus Midnight Hunt. Er hat Vampire illustriert für mein Internet hängt. Er hat Vampire illustriert für Blutroter Bund und er hat Devriel Kane endlich in einer richtig tollen Illustration auf digitales Papier leider nur gebracht. Das ist leider nur in Jumpstart Horizons erschienen, diese Karte. Und ich spreche von Justin Cruz, ein Illustrator von den Philippinen, ein Art Director, der dort tätig ist und von dort aus ganz tolle Illustrationen schafft. Kalein hat er illustriert für Adventures in the Forgotten Realms. Oder die Tür eintreten, wenn du dich erinnerst, Geist, da haben wir... Ja, den Flavor-Win in Adventures in the Forgotten Realms. Genau, da hat er illustriert und ist nicht ganz so grafisch wie Dominik Meyer, aber ich finde es sehr energiegeladen und ich finde Figuren, Charaktere kann er wirklich ganz toll aufs Papier bringen. Licht und Schatten kann er ganz toll einsetzen. Spoils of the Hand im Deutschen, Beute der Jagd, da fällt da noch so Licht durch das Blätterdach, wo der Jäger da vor der erlegten Beute liegt. Das kann er ganz toll. Und ich bin sehr gespannt, was wir da nächstes Jahr von ihm sehen werden. Auch bei Grim Bounty, wo dann der Drachenkopf auf dem Wagen liegt, wo die Adventure-Truppe da zurückkommt mit der Beute, grimmiges Kopfgeld. Also sehr vielseitig, aber Figuren, Charaktere sind, glaube ich, seine Stärke und für mich war der Ausschlag, dass er Devriel Kane, mein Lieblings-Planeswalker, endlich eine würdige Karte gegeben hat, nachdem die Version in War of the Sparks so ein bisschen halbherzig war.
aus meiner Sicht. Ja, das ist meine Wahl für den besten Newcomer cool. in 2021. Ja, richtig cool. Killane ist auch richtig hängen geblieben bei mir. Ja. Noch das Licht durch das Fenster scheint. Also ja, schaut euch die Karten gerne nochmal an. Wir verlinken natürlich alle Karten in den Shownotes von der Folge. Da könnt ihr nochmal draufklicken und seht alle Illustrationen, über die wir jetzt auch gesprochen haben und gleich noch sprechen werden, wenn es jetzt Richtung des großen Showdowns geht. Bevor wir den Goldenen Tasty für den besten Künstler, die beste Künstlerin 2021 verleihen, noch ein letztes Highlight von mir, vielleicht auch so ein persönliches Highlight. 2021 war für mich das Jahr der Rückkehr von bekannten Künstlerinnen und Künstlern, ganz besonders einiger Künstler. Du hattest ja gerade schon den Jeff Miracula genannt, der in diese Kategorie auf jeden Fall zu nennen ist. Auf jeden Fall. Aber es gibt noch ein paar mehr. In Kaltheim hatte ja das beste Artwork oder den silbernen Tasty Varagoth Bloodsky Sire bekommen. Ian Miller, der ganz früher für Magic illustriert hat, ein unglaublich alter Mann ist, der lange nichts für Magic gemacht hat, aber eine Ikone der Fantasy-Illustration und genau, einfach ein ganz, ganz großes Artwork dafür geschaffen hat. Drew Tucker ist wiedergekommen dieses Jahr nach vielen Jahren, der ja früher für seine ja aquarelligen Bilder, die er gemacht hat, in der Vergangenheit Magics bekannt ist immer noch, weil wenn man diese Karten in der Hand hält, sehen diese Illustrationen einfach wie nichts aus, was sonst auf anderen Magic-Karten zu sehen ist. Auch Richard Kane Ferguson hat in Modern Horizons 2 zwei Karten, nämlich den Dakon und Profane Tutor, machen können. Auch ein wahnsinnig eigener Stil. Und das ist ganz cool, dass Magic mittlerweile auch fast so ein bisschen selbstreferenziell arbeiten kann. Und klar, Modern Horizons 2 war das krasse selbstreferenzielle Set des Jahres. Und dass man das eben auf diese IllustratorInnen- oder Illustratorenebene übertragen hat, das fand ich schon ziemlich cool irgendwie. Das hat mir gefallen. Ich weiß nicht, du warst womöglich da nicht so emotional dabei wie ich, aber ist dir womöglich auch aufgefallen, dass plötzlich so ein paar Artstyles drin waren, die so ein bisschen, ja, wie aus einer anderen Zeit wirkten? Ist mir aufgefallen und ich finde, wenn es gezielt und punktuell eingesetzt wird, dann hat es auch wirklich diesen Effekt, den du gerade beschrieben hast. Ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn das jetzt komplett wieder so dahin zurückgedreht werden würde, weil ich glaube, die Illustrationen haben sich jetzt schon weiterentwickelt und natürlich haben sich auch diese Künstler weiterentwickelt und man sieht es auch in ihren Illustrationen. Und ich finde, mit ihrer neuen Fertigkeit, dann nochmal so eine Illustration im alten Stil zu machen, das hat schon was. Auch wenn ich jetzt nicht natürlich ein ganzes Set mir davon wünschen würde, aber so punktuell, da sticht es wirklich heraus und zeigt auch nochmal, wo Magic herkommt und wo die Illustrationen herkommen und da finde ich es toll. Das wird auch nicht mehr dahin zurückgehen, ne? Guck dir mal so Leute an wie Justine Cruz oder Young Jae Choi. Solche Styles kannst du dir einfach nicht mehr wegdenken aus der Welt von Magic, diese ja zum Teil schon fast fotorealistischen, perfekt ausgeleuchteten Situationen, das digital gezeichnete Sachen, das ist einfach da. Das wird auch nicht mehr wegzukriegen, soll auch nicht mehr weggenommen werden, diesem Spiel. Das funktioniert total gut und deswegen wird das, glaube ich, hier und da immer mal wieder gemacht, aber ich glaube nicht, dass jetzt ja Drew Tucker oder Ian Miller jetzt plötzlich regelmäßig für das Spiel wieder illustrieren werden. Haben sie ja danach dann auch nicht mehr gemacht. Von daher sind das Reminiszenzen und Ausflüge in die sentimentalen Abgründe von den Magic-Spielern. Und tatsächlich ein Highlight. Dafür haben wir es ja hier genannt. Und ja. Das war es auf jeden Fall. Und jetzt würde ich sagen, Trommelwirbel von unseren vier nominierten Personen. Wer hat den Goldenen Tasty 2021 bekommen? Martina Fatschkova. Herzlichen Glückwunsch. Geis, möchtest du noch eine kleine Laudatio halten? Herzlichen Glückwunsch. Ich sehr, sehr gern, möchte ich kurz was zu Martina Fatschkova sagen. Sie kommt aus der Slowakei und ist eigentlich streng genommen auch eine Newcomerin, die hat 2021 eine Illustration gemacht, also für M21, nicht 2021, sondern schon im Jahr davor, also für M21 eine Illustration und eben in diesem Jahr hat sie erst so richtig losgelegt und ich glaube, weshalb sie mir aufgefallen ist und weshalb sie auf jeden Fall auch diesen Preis bekommen hat, ist,
weil einfach dieses Jahr mit seinen Sets perfekt zu ihr passen und sie perfekt in dieses Jahr hineingepasst hat. Keine Ahnung, ob das nächstes Jahr noch genauso sein wird, aber dieses Jahr hat es einfach so gut gepasst wie noch nie. Ich habe ja vorhin schon dieses Zitat von ihr vorgelesen. Ich lese es einmal noch auf Englisch vor, da geht es noch ein bisschen weiter. My main focus is fantastical, imaginative realism with a touch of drama, darkness and emotion. I greatly enjoy giving life to characters that don't exist in real life, but we all secretly wish they did. Also wir alle haben diesen kleinen Wunsch, dass diese erfundenen Fantasiegestalten vielleicht doch irgendwie in Realität existieren würden. Und genauso mit dieser Haltung geht sie ran. Zeichnet digital, zeichnet aber eben auch analog in Öl, kann eben das und wirkt so, als wäre sie nie weg gewesen. Als hätte man ihren Stil bisher eigentlich vermissen müssen, so, ne? Das fand ich ganz, ganz faszinierend und unterschiedlichste Leute holen unterschiedlichste Artworks von ihnen raus und wie ich schon vorhin meinte, ihre 10 Artworks wirken wie ein Best-of, ist es tatsächlich so, dass kaum eins ihrer Artworks als schwächer als ein anderes bezeichnet werden kann, sondern diese 10 Artworks einfach total stark darstellen. Sie geht meines Erachtens sehr kreativ um mit Körperlichkeit, sie geht kreativ um mit ja eben Emotionen, mit Haltungen, mit Blickwinkeln und Perspektiven, die sie einnimmt, mit Licht und Schatten und also dieser blutrote Bund und wie Soren der Freudlose in diesem Türrahmen lehnt mit seinem Blutglas in der Hand und diese ganzen tausend Details, die man in diesem Bild erkennen kann, das beschreibt dieses komplette Set innerhalb einer Illustration. Und Soren ist endlich wieder derjenige, der Soap-Darsteller, der in meinem Herzen schon immer war, ist er in dieser Illustration. Und deswegen, war sie für mich in diesem Jahr ein absolutes Highlight. Und ich habe schon erwähnt, Lose Focus, Fokusverlust. Ich weiß nicht, woher diese Karte kam. Ich weiß nicht, was die Art Description für diese Karte war. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, dass diese Karte genau da ist, wo sie ist. Aber sie ist perfekt, eine kleine, unauffällige Ankommen mit einem Mythic Artwork. Ich gucke gerade nochmal Blood on the Snow an, blutiger Schnee, das sie für Kaltheim gemacht hat und auch diese Leere, die da wirklich auf diesem Schlachtfeld ist, wo diese eine Kreatur, die eigentlich auch wahrscheinlich lieber tot wäre, als da jetzt noch umgeben von dieser Leere auf diesem blutigen Schlachtfeld zu liegen, das ist wirklich ganz, ganz trostlos und wunderbar illustriert. Also es sind wirklich ganz tolle Arbeiten, die sie da Magic hinzugefügt hat. Die sind eben auch super vielfältig, aber diese Figuren, also die Haltung der Figuren, schaut euch mal die Karten an und schaut euch mal nur die Haltung der Figuren an. Ich meine zum einen die körperliche Haltung, aber eben auch das, was sie ausstrahlen. Das ist Wahnsinn, wie selbst bei so einem kleinen Voldaren Epicure, wie da eine Grazie, eine Eleganz mit reinkommt. Ganz zu schweigen, wenn sie jetzt hier Sigardas Vanguard irgendwie so ein Engel zeichnet, ja, das Ding strotzt nur so von Eleganz. Oder wie schon erwähnt, Edgar Markov. Wow, so herrschaftlich hat Edgar Markov meines Erachtens noch nie ausgesehen. Und so herrschaftlich möchte ich ihn auch immer in Erinnerung behalten, trotz der Geschichte von Blutroter Bund. Schade, dass sie ihn dort nicht quasi ja, vorgegeben hat, welchen Charakter er da hätte haben sollen. Das wäre noch perfekt gewesen. Aber ja, selbst diese Ankommen, die Liliana Scrounger, die sie für M21 gemacht hat, hat für mich goldener Tasty-Niveau. Und deswegen ja, hat sie den goldenen Tasty auch erhalten. Genau, wir haben wirklich intensiv darüber diskutiert, über alle 4 Nominierten und waren uns dann eigentlich schon einig, dass es Martina Fatschkova wird. Und ich finde es auch eine ganz tolle Wahl und ist eine Preisträgerin, die ich ganz, ganz großartig finde und von der ich mir natürlich auch sehr viel mehr Illustrationen auch im laufenden Jahr und bei ganz vielen Sets, die dieses Jahr noch kommen, wünschen würde. Wir haben ja davor eine kleine Abstimmung gemacht auf Twitter. Und da könnt ihr es vergleichen, ob euer Favorit, Favoritin das geworden ist. Zeigt aber auch natürlich, wie Geschmäcker auseinandergehen können. Und wenn das jetzt nicht euer Stil war, sondern ihr jemand anders an dieser Stelle gesehen hättet, dann ist das genauso legitim, wie wenn wir sagen, das ist für uns der goldene Tasty. Und ihr habt vielleicht einen anderen goldenen Tasty. Und das ist ja das Schöne, dass dann wirklich für jeden bei Magic was dabei ist. Aber für uns ist es auf jeden Fall Martina Fatschkova. 2021 war ihr Jahr. Wow. Ja. Wir sind durch.
Und ich habe Bock auf eine Nachspeise. Dann gibt es jetzt noch eine leichte ungarische Esterhazy-Torte. Mmh. Richtig Appetit. Ja, bevor wir jetzt haben wir den Kopf frei von allen Illustrationen. Letztes Jahr waren komplett vergessen und wir haben Platz für 5000 neue Illustrationen, die dieses Jahr kommen werden. Und blicken jetzt aber nochmal in der Nachspeise zurück auf eine Illustration, die ihr wahrscheinlich als genauso ikonisch anseht wie wir, nämlich auf die Lanova-Elfen, auf den allerersten Druck der Lanova-Elfen, den jemand gemacht hat, der Anson Maddox heißt. Und Geist, du hast die Geschichte recherchiert, wie es denn zu dieser Illustration kam, genau. wo Elfen mit bleicher Haut, pinken Haaren und starkem Make-up prägend waren für alle Lanova-Elfen, die danach kamen. Genau, und so einen kleinen Hinweis gibt schon eine andere Arbeit des Künstlers, nämlich der Sengir-Vampir. Schaut euch den mal an, denn da sieht ihr nämlich auch einen Vampir im Profil mit gleichen spitzen Ohren und einem ja, ähnlich expressiven Gesicht, wenn gleich auch ganz anders. Und der tolle Channel @mtghistory auf Twitter hat die Geschichte gepostet. Ich kannte die vorher auch noch nicht. Und zwar war es nämlich so, dass Anson Maddox wurde gesagt, hier, mach uns doch mal die Lanova-Elfen. Und ihm wurde aber null Hintergrundgeschichte mitgegeben. Wusste keine Ahnung, wo er ansetzen sollte. Also hat er sich eine kleine Geschichte zu dieser besonderen Form der Elfen, der Lanova-Elfen, eben ausgedacht. Nämlich, dass sie ja von Vampiren quasi infiziert wurden und deswegen so eine Art Halbvampir, Halbelf-Art entstanden ist, die Lanova-Elfen. Und mit dieser kleinen Geschichte quasi hat er die Lanova-Elfen eben seinem Werk, dem Sengir-Vampir, auch so angelehnt und hat sie eben nicht so im klassischen Elben-Stil, wie man ihn vielleicht von Tolkien kennt oder so, gezeichnet, sondern ja, es sind halt Punks geworden. Ist jetzt Kanon. Ist das jetzt Kanon tatsächlich, dass die vampirisch infiziert sind? Die Elfen, die Lanova-Elfen? Ja. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Weil in den Reprints sehen sie jetzt weniger. Ich glaube nein. Ich glaube nein. Eher Richtung Punk getrimmt worden. Ja, ne? Ja. Aber haben sie diese Ursprungsgeschichte nicht weitergetragen. Aber die Idee ist natürlich toll, dass ein Illustrator quasi die Geschichte vorgibt, dass das wirklich mal so frei und ungebändigt war, die Magic-Geschichte. Dass Illustratoren einfach was erfinden konnten. Ja, machen sie ja heute teilweise noch, ne? Wenn dann plötzlich Särge in Bildern stehen, wo sie eigentlich weg sein sollten, aber es sind eher dann nervige Details. Genau, er hat sogar noch eine kleine Zeichnung gemacht, wo er sieht, wie so ein Vampir einen, ja, noch nicht so punkig aussehenden Lanova-Elfen beißt. Und dieser Sengir-Vampir sieht natürlich auch ganz, ganz arg aus wie der Nosferatu, gespielt von Max Schreck aus dem gleichnamigen Film. Toll, ganz, ganz schön. Ich bin immer noch bei Blutdruckerbrot. Ich bin einfach total hängen geblieben. Ja. Ich muss das Geist stoppen, bevor er jetzt gleich wieder die ganze Dracula-Fanboy-Palette hier wieder auspackt. Ah, 2021. Ich bin gespannt, wie du in der nächsten Folge auch Vampire wieder reinbringen wirst. Da geht es dann nämlich um Neon Dynasty. Nee, warte mal ab. Mal gucken. Ninjas, genau. Und Samurais, dann gehen auch Vampire, ernsthaft. Oh, say what? wir bereiten uns da jetzt schon intensiv drauf vor. Die erste Geschichte ist ja schon gedroppt. Und die nächste Folge wird sich drehen um die Rückkehr nach Kamigawa. Und wir freuen uns auf ganz viele tolle Illustrationen in diesem Set, denn wir haben ja schon gesagt, wenn es immer extravagant war im letzten Magic-Jahr, dann waren es japanische Illustrationen. Und jetzt kriegt man das hoffentlich auch in Gänze in diesem Set, das kommt. Ich freue mich total drauf. Bis dahin, bleibt uns gewogen, folgt uns, wo ihr könnt, auf jeden Fall und mindestens auf Twitter unter @tasty_mtg. Besucht aber auch sehr, sehr gerne unsere Website tastymtg.de. Auch dort könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen. Freuen wir uns immer über Feedback. Über Feedback freuen wir uns aber vor allem auch auf den ganzen Podcast-Plattformen, wo auch immer ihr uns hört. Spotify, Apple Bums, Google Quatsch, Amazon nicht, oder? Nee. Keine Ahnung. Wo auch immer ihr uns hört, bitte hinterlasst uns einen kurzen Kommentar. Zumindest eine Bewertung, ein Daumen Richtung Sonne
Und empfiehlt uns weiter. Und empfiehlt uns weiter, damit noch mehr Leute davon erfahren, was wir alles für ein Zeug erzählen. Ja. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich freue mich schon tierisch aufs nächste Mal und sag an dieser Stelle Chessing. Ah, keine Karten mehr angucken, keine Illustration. Alles leer. Tschüss, macht's gut. Mir geht's wie nach einem 24-Stunden SpongeBob-Marathon, wo sie danach nochmal eine halbe Stunde SpongeBob gezeigt haben und ich dachte, geht eigentlich immer noch. Jetzt bist du so drauf, das passt schon. In dem Sinne. Macht's gut. Spielt Magic. Tschüss.